Unsere Helden konnten sich jetzt ja einigermaßen erholen. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne mindestens für Tirik und Gerugon. Du gehst mal nach vorne. Für Tirik und Gerugon hätte ich schon ganz gerne Lederrüstung. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wieder Preios-Tag ist. Preios-Tag ist ja der Markttag hier. Also wir verstecken uns erstmal jetzt hier in der Ecke, warten, bis es Abend ist. Klappen dann wieder die Taverne ab und hoffen, dass morgen wir einkaufen gehen können. 4 Stunden, machen lieber 6 draus. So. Dann müsste die Taverne noch einigermaßen besucht sein. Bringt ja nichts, wenn wir da hingehen, rumtanzen und keiner da ist. Da werden wir nicht reinkommen. Jedenfalls nicht mit Begleitung von Myrrhem und Tirik. Aber schon komisch, dass wir jetzt einmal angegriffen wurden und danach nichts mehr kam. Ich hätte irgendwie erwartet, dass wir entweder im Gasthaus oder wenn wir hier auf der Straße kampieren, irgendwann überfallen werden von irgendwelchen radikalem Gesindel. Aber, anscheinend nicht. Wir hätten gerne zur Abwechslung mal eine Kanne Tee. Und wir würden gerne tanzen. Oh, die wollen nicht mehr, dass wir tanzen. Und die Flöte sollte Myrrhem auch noch bekommen. So. Also, wir haben versucht zu tanzen. Jetzt musizieren wir mal. 2 Dukaten, 2 Silberlinge. Sehr schön. Die Flöte hat sich gleich 10-fach bezahlt gemacht. Für 2 Silberlinge gekauft und am selben Abend noch 2 Dukaten damit verdient. Und jetzt bitte noch einmal Akrobatik. Das bringt zwar fast nie etwas, aber wer den Heller nicht ehrt, ist das Silberstück nicht wert. Und jetzt ab in die Herberge. Hier gab es ja mehrere davon. Auf der anderen Seite, genau. Hier haben wir meistens geschlafen. Alle Wege führen bestimmt nicht nach Gashok. So, bitte lass es Preios-Tag sein. Nö. Es ist Wassertag. Also noch ein Tag, den wir rumkriegen müssen. Das heißt, unsere Helden treiben sich einfach so in der Stadt rum. Versuchen dezent Informationen rauszubekommen. Ich sagte, sie versuchen dezent Informationen rauszubekommen, während ich hier jetzt rumklicke. Die schlafen eigentlich gar nicht. So. 9 Stunden. Und danach treffen sie sich wieder hier und gehen in die nächste Herberge, wo sie inzwischen eigentlich jeder kennen dürfte. So. Und es ist niemand in der zweiten Heimat, das ist nicht so gut. Dann halt in die, wo wir entweder Tirik oder Myrrhem rausschmeißen müssen. Nee, Myrrhem können wir auf keinen Fall rausschmeißen, da verdienen wir kein Geld. Wenn wir Tirik tanzen lassen würden, dann müssten wir ja bezahlen, denke ich. Zwerge kriegen ja nichts, ja gut. Tirik. Rein da und hier ist auch wenigstens Gesellschaft, sehr gut. Wir hätten gerne einen Krug Wasser. Wir würden gerne tanzen. 1 Dukate, 9 Silberlinge. Wir würden gerne musizieren. 2 Dukaten, 2 Silberlinge. So. Und wir würden noch gerne akrobatische Kunststückchen vorführen. Sehr gut. Tirik wieder einsacken. Wieder mal schlafen gehen und morgen müsste es eigentlich soweit sein. Eine Nacht, jupp. Wir haben inzwischen auch keine okkulten Veranstaltungen wieder gesehen. Es ist Winstag. Heute ist es Kaisers Geburtstag. Okay. Ich denke nicht, dass sie dadurch hier irgendwie freundlicher sind. Tirik, wir warten wieder bis zum Abend. Tum, 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 tum. 7 Stunden. Hat das gereicht? 15 Uhr, ist knapp. Tag und Fach. Ne, wir wollten gar nicht in die Herberge. Wir wollen wieder in die Taverne.
Ich bin jetzt schon so lange hier in der Stadt und verlaufe mich trotzdem noch. 16 bis 13 Uhr. Okay, laufen wir ein bisschen im Kreis. Was haben wir bisher hier in der Stadt gesehen? Wir haben die ganzen Händler abgeklappert. Wir haben diese Mühle gefunden, wo der Atherion war. Der hat die Stadt verlassen. Das heißt, wir könnten theoretisch außerhalb, jedenfalls wenn wir den anderen Typen gefunden haben, nach dem Atherion suchen und ihn mal ausfragen. Großes Unheil. Nein, wir haben keine 10 Karten über. Da war die Zwergenschmiedin, die aber auch nichts sagen wollte. Im Tempel müssten wir noch eine Information bekommen. Wenn die uns da abweichen, vor allem ein Preios-Geweihter, wäre das schon sehr komisch. Georgon, sprich du mal mit ihm. Preios ist ja dein Schutzgott. Obwohl, die Bannstrahler sind ja Preios-Leute. Ich glaube, wir sollten jetzt ganz vorsichtig sein. Sprechen wir doch mal über Preios. Wenn ihr seinen Segen wollt, erweist euch einfach würdig. Also, spendet genug. Wir fragen jetzt mal ganz dezent nach den Bannstrahlern. Nichts irgendwie Negatives, einfach nur, was die hier so tun. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das war jetzt genug Zeit für euch. Gehabt euch wohl. Na gut. Dann gehört er wohl mit zu den Bannstrahlern. Obwohl ich eigentlich dachte, dass die Bannstrahler eine Unterorganisation sind. Ob die Geweihten da selber zugehören? Na gut, hilft nichts drüber zu sinnieren. Wir müssen jetzt Geld verdienen. Und niemand ist in der zweiten Heimat. Dann wieder über den Marktplatz zurück. Terrik rausschmeißen. Terrik, so. Und hier ist wieder jemand. Wir hätten gerne wieder Milch. Und würden gerne tanzen. Wir würden gerne akrobatisieren. Oh, diesmal sogar eine Dukate, 4 Silberlinge fürs akrobatische Kunststückchen. Und wir würden gerne musizieren. 2 Dukaten. Ja, doch. Langsam haben wir schon wieder was zusammen. Jetzt muss nur endlich wieder Preios-Tag werden. Morgen hoffentlich. Und sonst könnten wir ein Problem haben. Vielleicht ist hier immer nur am ersten Preios-Tag im Monat. Der Markt hier. Das wäre wirklich übel. Hoffen wir einfach das Beste. Also schlafen. Diesmal in einem anderen Schlafsaal. Jupp. So, bitte, bitte, bitte. Was zur Hölle? Erztag. Wir schlafen einfach noch eine Nacht. So. Jo. Raus hier. Es ist Markttag, also morgen ist dann Preios-Tag. Schlafsaal, jo, ein Tag. Wirklich schlafen. Ja. Sehr schön. Mann, 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 Mann. Also, wir haben 13 Dukaten. Wir bräuchten eigentlich 2 Lederrüstungen. Vor euch kniet ein Mann auf der Straße, der Sack Reis in einen umgefallenen Sack zurückschaufelt. Und der guckt uns an und fragt, ob wir das waren. Wieder mal eine Anspielung auf Schicksalsklinge. So, wir würden jetzt gerne kaufen. Wie? Nein. Es ist anscheinend zufällig, wann wir was hier im Angebot haben auf dem Marktplatz. Und gerade jetzt ist nichts im Angebot. Die wollen mich doch veräppeln. Also gut. Unsere Helden werden sich jetzt noch eine Woche hier rumtreiben. Jeden Abend Geld verdienen in den Tavernen. Und dann treffen sie sich hier wieder bei den Waffenhändlern und kaufen da dann die ganze Ausrüstung ein. So, jetzt mal eine kleine Notiz von mir selber. Das ist momentan recht anstrengend. Also keine Sorge, ich höre nicht auf, dazu mag ich das Spiel zu sehr. Aber ich finde schon ziemlich anstrengend, dass man, also wenn man kein Powergaming betreibt und die ganzen Bugs ausnutzt und so weiter, dass einem die ganzen Sachen dann weggenommen werden in Lowang, dass man da keinerlei Hinweise bekommt, was man wirklich machen muss.
Also man kriegt eine Information, suche Dragan. Aber wo ist Dragan? Und dann stundenlang durch die Gegend irren muss. Und selbst danach hat man immer wieder Stellen, wo man quasi auf die Anleitung oder die Spielhilfe schielen muss, um weiterzukommen. Und sowas mag ich absolut nicht. Das fand ich im ersten Teil schon ganz schön übel mit dem Aufzugsplan der Orks. Der wird auch nirgendwo erwähnt und man braucht ihn trotzdem. Es wird auch nirgendwo erwähnt, wo man ihn finden kann. Und solche Sachen sind allgemein recht unangenehm. Na gut. Es wird ja auch meistens davon ausgegangen, dass man es einfach privat spielt und nicht davon Let's Play macht. Und schon gar nicht, dass man einigermaßen rollenspielgerechtes Let's Play davon macht. Denn theoretisch könnte ich jetzt auch immer rumlaufen, einfach überall versuchen, was zu stehlen mit unseren schlechten Werten. Und wenn es mal nicht klappt, einfach neu laden. Aber das ist für mich nicht wirklich Sinn eines Spiels, das so auszunutzen. Aber das haben die Programmierer wohl irgendwie anders gesehen. Aber na gut. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge werde ich dann inzwischen die 7 Tage rumgebracht haben, werde versucht haben, zwischendurch in jeder Taverne immer wieder zu musizieren, zu akrobatisieren und zu tanzen. Das heißt, wir dürften genug Geld haben und dann gehen wir erstmal groß einkaufen und dann endlich in den Sumpf. Ja, also derjenige, der da abgehauen ist von der Ordensburg, der wird bestimmt über alle Berge sein, außer er ist irgendwo im Sumpf gestorben. Und dann dürfen wir im Sumpf nach ihm suchen. Das wird bestimmt auch recht interessant werden. Aber na gut, speichern wir erstmal ab. Die Musik wurde gerade richtig komisch. So, wir hätten gerne LP042. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Beziehungsweise in einer DSA-Woche.